Ja, ein Tresor, da ist Gold drin, glaube ich. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. So, liebe Leute, willkommen. Ja, wie lange hat es eigentlich gedauert? Seit einem Jahr wohne ich in dieser Wohnung und habe es einfach nicht geschafft, eine Roomtour zu filmen. Hauptsächlich deswegen, weil ich einfach nicht fertig geworden bin mit dem Einrichten. Also ihr kennt das, man zieht irgendwo ein, dann ist man mega motiviert, richtet alles ein und dann schleppt sich das Ganze. Dann hat man noch Ideen, die man dann im Endeffekt nie umsetzt. Und da ich mir gedacht habe, bis das mal fertig ist und bis ich da mal die Lust dazu gefunden habe, das fertig zu machen, scheiße ich komplett drauf, fangen wir heute gleich mit der Roomtour an. Das wird ein sehr privater Einblick hier in meine Wohnung. Ich lebe hier auf 98 Quadratmeter in einer Dreizimmerwohnung im Herzen Wiens und es ist ein Altbau, wie man an diesen hohen Decken schon erkennen kann. Also die sind über 3,5 Meter hoch, was natürlich mega cool ist, weil man sich wirklich sehr frei fühlt. Also nicht nur 98 Quadratmeter, sondern auch noch mega Platz in die Höhe. Also es ist im Prinzip nicht wie so ein typischer Käfig, so eine kleine Gemeindebauwohnung, wie man sie in Wien kennt, sondern richtig schöner typischer Altbau, so wie auch dieser Herr hier einen Altbau gehabt hat, Sigmund Freud. Freunde, ich glaube, wir werden einfach von ganz, also von der Eingangstüre bis ins letzte Zimmer, das ihr ja teilweise schon gesehen habt, einfach mal hier die Roomtour starten. Ich glaube, ich drehe hier zusätzlich noch, also das ist das Badezimmer. Ich drehe hier zusätzlich noch ein Licht auf. Wir werden hier durch die Wohnung gehen. Das Licht ist aber, oh, kacke, gell? Egal, das passt schon. Wir werden hier durch die Wohnung führen. Ganz private Einblicke. Ich zeige euch, was hier eingerichtet wurde. Und es gibt natürlich auch immer wieder so kleine Sachen, die man einfach sonst nicht erfährt, wenn man meinen Kanal abonniert hat. Das ist der Eingangsbereich. Hier kommt man in die Wohnung herein und gleich links befindet sich die Küche. Ich muss dazu sagen, ich hoffe, es geht sich vom Licht hier alles noch aus. Wie man hier schon sehen kann, es ist schon relativ dunkel, weil ich einfach 1,5 Stunden damit beschäftigt war, die Wohnung für diese Roomtour auf Vordermann zu bringen. Also lasst allein dafür schon mal ein Like da. So schön sieht es echt nur aus, wenn meine Putzfrau da war. Also gehen wir direkt mal in die Küche. Wie man hier schon erkennen kann, an der Lampe hier oben, die man jetzt eh nicht sieht, perfekt, da brauche ich nicht über die unfertigen Lampen reden, das sind nämlich einfach nur Glühbirnen. Hier ist meine kleine, aber feine Küche, ja, hier wird, muss ich auch dazu sagen, so gut wie nie gekocht, also ich bestelle die meiste Zeit irgendwas zu essen. Wenn ich mal koche, dann werden natürlich Spaghetti gekocht. Ohne Pasta würden wir nur Paranoia schieben. Maximilian, der King, bildet heute den Gönner Squad. Zwei fickter Knäckebord. Hier ganz normal Küchenzeile. Hier da drüben noch vor der Trainingspause habe ich ja relativ brav trainiert. Das sind jetzt noch so ein paar Nahrungsergänzungsmittel, aber nichts Verbotenes. Ja? Also das sind stinknormale Proteine, die ich mir reingepfiffen habe. Dann hier noch, yeah, Pre-Workout Booster, was geht? Dann habe ich hier noch Aminosäuren. Und das war es dann im Prinzip eigentlich schon. Hier oben sind die letzten Reste, also das habe ich alles schon zusammengegessen drauf. Da oben stehen noch ein paar Champagnerflaschen und da steht ein Mini-Backofen, weil ich mir überlegt habe, es ist besonders intelligent, sich neben einem normalen Backofen auch noch einen Mini-Backofen zu kaufen. Dümmste Idee ever. Komischerweise interessiert das einige, was Leute wie ich so im Kühlschrank haben. Muss ich enttäuschen. Da ist so... Ah, mein Finger. Da ist so gut wie nichts drin, ja. Neben Unmengen an Alkohol und Beigetränken, Chili natürlich, weil ich immer besonders scharf esse, Red Bull, keine Werbekooperation, Malibu vom letzten Umtrunk, ein Joghurt, abgelaufen am 26.06., keine Ahnung, wem das gehört. Dann hier noch, okay, ein leerer Karton, oh ja, ein Ei ist noch drin. Wann sind die abgelaufen? Am 18.01.2019, perfekt. Salat ist auch schon abgelaufen. Hier oben gammeln die Nektarinen vor sich hin. Da oben, ja, Gemüse, Eis, that's it. And that's it. Das war's jetzt im Prinzip schon von meiner Küche. Also nicht besonders spektakulär. Deswegen schauen wir gleich weiter ins Badezimmer, das auch nicht besonders spektakulär ist. Das sage ich auch gleich dazu. Also ganz normal hier meine Waschmaschine. Ich wasche nämlich tatsächlich selbst. Nicht nur die Oma wäscht, ja, möchte ich auch dazu sagen. Hier einfach die gängigsten Dinge wie Parfum, Davidoff Cool Water. Aber mein Lieblingsparfum momentan ist einfach dieses hier von Prada, das ich von meinem Bruder geschenkt bekommen habe. Ich merke schon im Hintergrund, es läutet mein Handy, das ist hundertprozentig der Hunger. Dadurch, dass ich diese Roomtour nämlich relativ spontan drehe, mache ich das alles im Selfie-Mode. Ich wollte eigentlich wen beauftragen, der mich filmt. Relativ spontan, dementsprechend habe ich keinen mehr bekommen. Hier haben wir meine Badewanne-Dusche und hier kommen wir eigentlich auch schon zum Highlight. Das ist dieser
Supreme Leader Vorhang. Also ich gehe mal ein Stück zurück, um den ganzen wirken zu lassen. Also die Profis unter euch werden natürlich erkennen, dass das nicht original von Supreme, sondern von Supreme inspiriert ist. Aber finde ich sehr, sehr cool. Ist auf jeden Fall ein Eyecatcher und passt eigentlich vom Design her auch super in diese Wohnung hinein. Gut, raus aus dem Badezimmer. Hier sind wir schon in meinem Vorraum. Also hier ist die Eingangstüre. Da geht es jetzt direkt in den Vorraum. Hier haben wir noch so einen kleinen Innenhof. Also nichts Besonderes, da geht es halt einfach da nach unten. Wie man da schon erkennen kann, da liegen diverse Dinge von mir unten, die einfach durch den Wind hinausgestoßen wurden vom Fenster. Hier sind wir im unfertigen Vorraum, also hier sollen hier oben noch so ganz viele einzelne Lampen montiert werden. In unterschiedlicher Höhe habe ich mir, was ist mit dem Autofokus, bist deppert? Lampen montiert werden in unterschiedlichen Höhen, hätte mir gut gefallen. Und hier soll einfach noch ein roter Teppich hin. Also hier hätte ich gerne von da bis da nach vorne einen roten Teppich. Wir stellen uns das jetzt einfach mal vor. Schaut Mörder aus, ich weiß. Das ist wie gesagt eine Altbauwohnung, das heißt, wir haben hier einen Fischgrätenboden. Auf der linken Seite kommen wir schon zu meinen Adiletten, perfekt. Hier stehen halt einfach meine Schuhe, einzelne Schuhe von mir. Wenn ihr meine Sneaker sehen wollt, dann checkt jetzt einfach dieses Video ab, da habe ich schon mal einige meiner Sneaker gezeigt. Hier ist ganz normal die Garderobe, also hier hängen noch einige Jacken und natürlich auch Winterjacken. Hier oben ist noch Abstellplatz für diverse Kappen und Hauben oder wie man in Deutschland sagt, Mützen. Der Plan war eigentlich, hier in dieser, man sieht so eine leichte Einbuchtung, bis nach oben, hier aus Paletten einzelne Regale mit Hintergrundbeleuchtung zu bauen und dann Schuhe hineinzustellen. Ich habe dazu einen Tischler beauftragt, der mir dann einfach gesagt hat, ja du, ich habe doch keinen Bock, das klingt für mich nicht nach einem spannenden Projekt. Danke dafür nochmal an dieser Stelle. Wir kommen gleich weiter zu dem nächsten Zimmer. Das ist, keine Ahnung, 15 Quadratmeter Raum oder so und wie ihr seht, ich nutze das einfach nur als Abstellraum. Also die Wohnung eigentlich für mich viel zu groß. Im Prinzip hasse ich dieses Zimmer, denn jedes Mal, wenn ich hier vorbeigehe, ist das für mich wie ein Mahnmal, weil ich einfach monatlich 500 Euro verschwende dafür, dass ich so einen Abstellraum habe. Hier steht nichts Besonderes hin, außer mein Remover-Koffer. Da hinten steht noch ein Karton mit lauter Schuhen, sind aber noch nicht alle. Da einfach das Handwerkszeug meiner Putzfrau. Hier steht die Wäscheleine, da draußen ist natürlich der Blick, wie immer die hohen Decken, sehr, sehr schön und lichtdurchflutet, scheiß Autofokus. Hier noch die alten Matratzen von meinem alten Bett. Hier stehen dann noch einzelne, ja, was man halt so braucht, um gemütlich im Bett liegen zu können. Dann geht's hier jetzt, wie man am Sticker schon erkennen kann, für die Fisch in den Raum, wo die größten Geschäfte von mir verrichtet werden, und zwar das WC. Auch nicht sonderlich spektakulär, so wie man sich ein WC halt vorstellt, ja, also Klobrille, Klodeckel, Klobesen, ganz neu gekauft, da gab es ein eigenes Unboxing auf Instagram. Wenn du mir nicht auf Instagram folgst, ja, dann wird jetzt die Zeit, Max oben. Hier siehst du immer wieder private Einblick in den ganzen Stories von meinem Leben. Ja, was soll ich sagen, cooles WC, also hier die größten Geschäfte, ganz normal werden hier verrichtet. Dann schauen wir weiter, wir kommen direkt in mein Wohnzimmer. Auch relativ groß eigentlich, also keine Ahnung, ich glaube 25 Quadratmeter oder so. Alles so leicht cremefarben eingerichtet, so in diesem Grau, passt perfekt zu diesem Bild. Das ist leider auch das Einzige, was hier im Wohnzimmer hängt. Hier sollte eigentlich noch Falco im gleichen Style wie hier dieses Bild und dieses Bild gemacht werden. Genauso wie Freddie Mercury soll hier auch noch irgendwo hin. Zwei große Fenster. Hier haben wir vom Lutz ein Regal in diesem, ja, Betonlook. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut, weil es einfach die Wohnung matcht. Und dann haben wir, ja, hier zum Beispiel diese klassischen IKEA-Accessoires, die man sich halt so kauft. Das ist auch ganz witzig. Ihr könnt jetzt in den Kommentaren raten, was das darstellen soll. Ich gebe euch dazu jetzt mal 5 Sekunden. Hier kommt die Auflösung. Ich weiß, schwerstens unnötig, aber mir taugt es komplett. Das ist ein wunderbares Bild, das ich von einer Wiener Künstlerin extra angefertigt bekommen habe. Es ist abstrakte Kunst, das bedeutet, jeder sieht etwas anderes in diesem Bild, aber hier zum Beispiel sieht man mein Tattoo. Hier bitteschön, hier bitteschön. Da stehen noch ein paar Dinge herum. Kurze Quizfrage an dieser Stelle, stehen die da, weil sie gut zum Karton matchen oder stehen die da, weil es gestern einen nächtlichen Umtrunk gab? Das ist die Frage. Freunde, hier kommen wir direkt in mein Arbeits- und gleichzeitig auch Schlafzimmer, wie man hier schon am Bett erkennen kann. Ich glaube, diesen Kasten kennt ihr alle schon, mit der Fernbedienung wird hier beleuchtet, aber was viele nicht wissen, es wird nicht nur dieser Kasten beleuchtet, sondern hier hinten dreht sich auch noch etwas auf. Yeah, ein weiteres Licht, Wahnsinn, was hier alles abgeht. Macht so Spaß hier. Aber wir fangen mal in diesem Eck an. Also wie man schon erkennen kann, haben wir hier einen stinknormalen Spiegel, in dem ich immer meinem Narzissmus fröne und mich in mein Spiegelbild verliebe.
Hier unten haben wir eine Pflanze und was auch mega cool ist, noch so ein paar alte Relikte aus meiner Zeit als Ausbildender beim Bundesheer, wie zum Beispiel dieses Schild, militärisches Übungsgebiet. Strengstens verboten, das zu Hause zu haben. Das wurde natürlich nicht gestohlen. Nein, ich würde niemals auf die Idee kommen, das dem österreichischen Bundesheer zu entwenden. Das ist natürlich eine Straftat, würde ich nie machen. Was wir hier noch haben, ist eine alte Munitionskiste. Auch die darf ich eigentlich gar nicht haben. Und jetzt, wo ich es überlege, zeige ich euch lieber nicht, was da alles drin ist. In meiner Zeit als Ausbildner war ich nämlich nicht nur ein vorbildlicher Soldat, sondern auch ein unfassbarer Kleptomane. Dementsprechend sind hier noch relativ viele Dinge vom Bundesheer aufgehoben, die mich auch heute immer wieder inspirieren. Also das ist eine Schatzkiste, da sind sehr viele, ich kann da nicht drüber reden. Also eigentlich sollte ich die bei der Hitze da gar nicht stehen haben. Wir gehen weiter zu meinem Schrank. Meinen Schrank werde ich jetzt nicht so unfassbar herzeigen, den kennt ihr ja alle eh schon. Aber ihr wisst natürlich alle, dass hier im Rahmen des Einbruchs einiges entwendet wurde. Damals war dieser Kleiderschrank ja 20, 25, ich glaube mehr. Ich weiß es nicht genau, wie viel er tatsächlich wert war. Jetzt ist natürlich einiges entwendet worden, aber natürlich auch wieder einiges dazugekommen. Also wenn ich ein Update machen soll zu meinem Kleiderschrank, zu meinen Pieces, die hier drinnen hängen, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Vielleicht mache ich ja noch ein Video. Hier kommen wir weiter. Hier steht der kaputte Sessel. Keine Ahnung mehr, wie der kaputt geworden ist. Genau was das ist. Hier steht ein Balenciaga-Karton und hier hängt natürlich ein weiteres Bild. Jetzt denken sich einige, wie gestört kann man sein, dass man ein Bild von sich selbst aufhängt. Prinzipiell soll das eigentlich Jesus darstellen und es soll nur ein Hint sein, dass das eigentlich ich bin mit den langen Haaren und hier nochmal Supreme drüber. Was aber keiner von euch noch kennt, ist die andere Hälfte des Zimmers. Ich fange jetzt einfach mal beim Bett an. Hier drüben sieht man schon mein Bett, also hier sind noch einzelne Lichter. Das ist die Sicht, die ich immer habe, wenn ich auf euch herabblicke, auf euch blicke. Steht hier noch um, ja, das ist eben mein Arbeitstisch. Also hier wird einfach gearbeitet, wenn ich gerade keine YouTube-Videos drehe. Studienmappe, ich bin gerade dabei, meine Bachelorarbeit zu schreiben, während ich eigentlich schon im Magisterstudiengang bin. Für all jene, die wissen wollen, was ich studiere. Ich studiere Psychotherapiewissenschaften an der Sigmund Freud Privatuniversität. Hier sieht man mein Bett. Hier liegt auch Manager Merlin gebettet, der mich, seit ich 6 Jahre alt bin, manage. Der liegt auf einer Off-White inspirierten Decke. Also die ist nicht von Off-White direkt, sondern das ist einfach im Design von Off-White. Die hat mir einfach gut gefallen, deswegen habe ich sie gekoppt, fragt mich nicht wo, keine Ahnung mehr. Hier oben einfach noch so ein paar Pflanzen, der Eiffelturm, den ich aus Paris mitgenommen habe, ja, ein Licht und eine Klimaanlage, die ich mir neu besorgt habe und hier vorne kommen wir dann schon zu der Stranger Things Box, die ich von Snipes bekommen habe, die macht mich immer noch mega happy. Nicht nur, weil die extrem fresh ist mit diesem Flaschenöffner und man die super herumtragen kann, sondern weil sie einfach perfekt ins Zimmer passt, also danke nochmal an Snipes an dieser Stelle. Ja, was haben wir hier noch? Ja, hier liegt das Jahreseinkommen deiner Mutter, Alter. Kurzer Joke, Freunde, der sein müssen. No front an eure Mütter, das sind sicher alles sehr hübsche Frauen. Hier geht's weiter. Ja, hier steht noch ein Drucker. Hier sind mehrere Sticker. Ich glaube, die kennt jeder von euch, der schon mal Merch bestellt hat. Die sind bei jeder Bestellung dabei. Autogrammkarten plus Sticker in einem. Ja, ein Tresor. Da ist Gold drin, glaube ich. Ich glaube, da ist Gold drin. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Oha, was ist das? Da ist mein Impfpass. Freunde, ich sorge mich schon die ganze Zeit, was ich für Impfungen machen muss. Ich habe ständig Angst, an Malaria zu erkranken, aber Gott sei Dank habe ich den jetzt gefunden. Da sind sogar 2 Impfpässe. What the fuck? Was habe ich da noch drin? Ich habe ein Sparbuch. Keine Ahnung, wo diese Golddukat ist. Wo ist das Gold? Warum ist Schweigen so wichtig? Schweigen ist Gold, Mann. Ich habe noch was anderes gefunden. Keine Ahnung, was das heutzutage wert ist. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Sicher nicht so viel wie meine Bitcoins. Und jetzt, Freunde, kommen wir zum letzten... Ich drehe da mal ein Licht auf. Und jetzt, liebe Freunde, kommen wir zum letzten Viertel meines Raumes. Und das ist etwas, das ihr, glaube ich, noch nicht gesehen habt. Oder sehr wenige, hauptsächlich die, die auf Insta am Start sind. Max Obi mir nochmal verlinkt, schaut vorbei. Finde ich mega cool, weil es einfach super fitte zum Rest des Raumes. Also ich habe hier solche IKEA-Schrankkästen aus Metall, keine Ahnung, so ähnlich in dieser Spindoptik gekauft. Dann habe ich hier vorne noch eine Pinnwand. Also hier habe ich ein paar Fotos hängen. Hier schreibe ich mir wichtige Informationen und auch Tasks auf, die ich am Tag zu erfüllen habe. Denn das ist ja nicht nur mein Aufnahmeraum, sondern hier wird tatsächlich auch gearbeitet. Darum schreibe ich mir da immer so die täglichen Aufgaben auf und hake die dann ab. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil der heutigen Roomtour
Und das sind die Spinde, wie schon gesagt. Also ich habe hier unterschiedliche Spinde, fragt mich nicht, was da drin ist, lauter Krimskrams. Wir machen jetzt einfach mal eins auf. Kamera-Equipment und so weiter. Hier haben wir noch einzelne Kartons. Auch die Kartons habe ich einfach zur Aufbewahrung von Dingen, wie zum Beispiel den einzelnen Rechnungen. Ja, mein Steuerberater liebt mich, dem gebe ich einfach einen Schuhkarton an Rechnungen und der sucht sich die so zusammen, wie er es halt braucht. Dann, ja, einzelne Dekordinge, fragt mich nicht, ob das unbedingt notwendig ist, dass man hier sich Gucci sagt, und Louis Vuitton-Sackerl oder Tüten, wie die deutschen Kollegen sagen, ob das notwendig ist, dass man die da stehen hat. Wie man schon erkennen kann, ist mir mega heiß. Es hat im Sommer hier 26,2 Grad und es ist kein besonders heißer Tag. Also normalerweise habe ich immer alle Fenster offen, aber das wäre jetzt einfach zu laut, um dieses Video zu drehen. Was ich auch mega cool finde, Props gehen da wieder mal raus an meine MacGyver-Fähigkeiten. Da habe ich jetzt einfach meine zwei Snowboards zu Regalen umfunktioniert. Also ich habe zwei Burton-Boards, ich bin begeisterter Snowboarder, das wisst ihr, glaube ich. Die sind ja einfach als Regale umfunktioniert. Hier stehen Pflanzen. Also ich muss dazu sagen, das sind alles Fake-Pflanzen. Meine einzigen zwei echten Pflanzen sind diese hier, die echt noch Bombe ausschaut. Und diese hier, die nicht mehr so Bombe ausschaut. Ah, weil wir schon hier sind einzelne Brillen von mir, die ich halt tagtäglich so aufsetze. Hier haben wir noch so ein typisches 0815 Basic Bitch Ikea Bild. Ah, das habe ich vergessen. Schreibtisch haben wir schon besichtigt. Hier wird natürlich gearbeitet. Hier liegt die Rolli, AirPods, ihr wisst Bescheid. Und mega cool, diesen Gummiball habe ich von jemandem aus der Maximilian Army bekommen. Danke dafür. Drecksauto. Dann hier noch einfach meine Snowboard Boots, die muss ich neu kaufen, da geht die Sohle schon ab. Da noch die Fake Pflanze, wie gesagt, das habe ich jetzt auch von jemandem aus der Maximilian Army bekommen. Anti-Shopping Drops bei anhaltender Kontoüberziehung. Das ist Gott sei Dank nicht der Fall, aber die kann ich trotzdem sehr gut gebrauchen. Danke dafür. Das, meine Freunde, ich bin gespannt, ob das noch jemand von euch erkennt. Hier einzelne Bücher, wie zum Beispiel der kleine Wappler, danke an dieser Stelle. Grundlagen der Psychiatrie, ja, brauche ich für mein Studium, Krankheiten, großer Diktatoren, brauche ich für meine Backarbeit, also eigentlich nichts Besonderes, was hier noch steht. Mehr gibt es hier nicht zu sehen, das Video dauert eh schon lang genug. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, schreibt mir in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Schaut auf Instagram vorbei, MaxOBMe, und seid gespannt. September geht's los mit meiner neuen Modemarke MAM. Da kann ich kurz mein Handy herzeigen, dann brauche ich nicht das Logo einblenden. Ja, mit der neuen Modemarke geht's los. Also seid auf alle Fälle am Start. Danke fürs Dasein. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaut, dass es gut nach Hause kommt und schleicht euch.